Ja, bevor ich darauf eingehe, hallo, willkommen zurück zu der nächsten, zu einer neuen Folge Against the Storm. In der letzten Folge haben wir das Spiel angefangen. Erstes Tutorial, jetzt sind wir in der zweiten Hälfte vom Tutorial. Ist es die Hälfte? Ist nur zwei? Ich glaube, es besteht aus drei Teilen das Tutorial. Aber ich glaube, nur zwei davon sind Dörfer und das dritte ist die Meta-Progression. Jetzt geht es um die Entschlossenheit, also um die Bedürfnisse unserer Bewohner. Dorfbewohner mit geringer Entschlossenheit verlassen allmählich das Dorf, was die Ungeduld der Königin erhöht. Wenn du die Entschlossenheit außergewöhnlich hoch hältst, verschaffst du dir im Laufe der Zeit passive Reputation. Ja, das wollen wir haben. Bling! Die Erfüllung der Bedürfnisse deiner Dorfbewohner mit kompletter Nahrung, Häusern und Dienstleistungen wird die Entschlossenheit erhöhen. Brauchen die? Einfaches Haus, Menschenhaus, Haferbrei, Kekse? Das ist Zusammenfassung. Pasteten, Kleidung, Freizeit, Religion. Und das sind die Effekte. Das sieht nicht wirklich aus wie eine Pastete übrigens. Das sieht eher aus wie so ein Fladen. So. Bling, bling, bling. Jeder spielt eine andere Kombination an Bedürfnissen. Es ist schwer, es allen jederzeit recht zu machen. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt kann. Wenn ich ehrlich bin. Bauern können nur auf Äckern pflanzen und diese können nur auf Nährböden platziert werden. Feldfrüchte werden in der ersten Jahreszeit während des Nieselregens gepflanzt und während der zweiten im Sommer geerntet. Bau eine Farm, ernte Getreide und schenke etwas Bier in deiner Schenke aus. Kann ich machen? So, ist es noch Pause? Wir bauen erstmal Basic Straßen. So. 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 Und. Nee, die vielleicht noch nicht. Wohl doch. Auch die. Sollten wir die vielleicht mal auf den Hotkey legen? Man kann nämlich Gebäude auf Hotkeys legen. Eine kleine Farm. So, wie platziere ich dich am besten? So würde ich zwei opfern. Hätte alle drin. So würde ich am wenigsten opfern. So würde es am besten aussehen. Ich mache das so, weil hier kommt nachher noch der Trapper hin. Dann die Bäcker anlegen. Und was ich auf jeden Fall auch noch wieder brauche, sind Holzfäller. Beziehungsweise den mache ich hier hin. Und weiter jetzt. So, jetzt haben wir auch wieder die Voreinstellung, die ich in den Optionen markiert habe. Dass die Lichtungen nicht fehlen, es sei denn, ich markiere die. Also, dass sie nicht von selber Lichtungen öffnen. Und das kann hart nach hinten losgehen. Wenn die eine gefährliche oder sogar eine verbotene Lichtung öffnen, dann kann das echt böse Folgen haben. So, was haben wir hier? Dafür kriegen wir zwei Menschen und 25 Fässer. Die werden wir später brauchen. In der Mission kriegen wir noch nicht die Option, Fässer selber zu bauen, was ich interessant finde. Ich liebe dieses Spiel. Habe ich auf der Gelbbaum gespielt. Relativ viel sogar. Die Devs haben uns das auch so viel spielen lassen, wie man will, ne? Die haben überhaupt nicht gesagt, komm, ist jetzt gut.
der Publisher. Hooded Horse ist ja der Publisher von dem Spiel. Ist einer der sympathischeren Publisher. Ist ehrlich noch einer von denen, wo ich gerne meine Spiele vertreiben würde. Wenn ich dann mal irgendwann was zu pitchen habe. So. Dafür kriege ich Biber, eine Kiste Stein, Teile. Ja, Holzfäller und Unterkünfte. Ja, gut. Ich habe tatsächlich immer gehofft, dass diese Dächer, wenn man die so aneinander packt, dass man da vielleicht noch eins oben drauf packen könnte. Ist leider nicht der Fall. So, Landwirtschaftsgebäude. 50% auf die Menge der Waren produziert in kleiner Farm. Oder 5 Fässer pro Minute. Das Ding ist, Fässer kann ich, glaube ich, die kriege ich sowieso von den Aufgaben. Und für die Länge des Tutorials werde ich dann keine weiteren brauchen. So, fang schon mal an, alles zu fällen. Hier packe ich auch schon mal eine Person zumindest rein. Noch keine zwei. Oder noch ein paar Träger. Beziehungsweise nicht Träger, sondern Bauarbeiter. Geht auch so. Wieder ein bisschen schneller. Das Feuer erlischt, das ist nicht gut. Ich habe noch Kohle. Kann ich anschalten. Das Feuer auslöschen lassen ist nämlich nicht gut. Wo habe ich denn Kohle her? Fällt mir jetzt gerade erst so auf. Wahrscheinlich als Startressource bekommen. So, dich verschiebe ich schon mal. Spreche der genau dann, wenn ich Linksklick mache. So, ich habe gerade eben schon mal kurz ausprobiert mit dem neuen Spielstand. Zum einen, weil alle Spielstände, die ich hatte, noch B1.0 waren. Und zum anderen, um zu gucken, wo ich die Kamera hinsetze am besten, damit ich nichts überdecke. Da habe ich bis nach dieser Mission gespielt. Um zu gucken, ob wir auch nachher in der Meta-Progression-Screen nichts überdecken. Da ist ein kleines Trapper-Lager. Gib mir das Trapper-Lager. Ach ja, hier oben ist Fleisch. Ich mag auch den Soundtrack von dem Spiel. Ich wollte ihn gerade markieren, aber sind schon dabei. Ach ja, von Wäldern kriegt man auch echt viel an Ressourcen tatsächlich. 15% Harz, 10% Fasern, 5% Eier. So, einmal kurz das Trapper-Lager da hinsetzen. Ja. Und dich auch mal kurz rübersetzen. Dann habe ich da nämlich jetzt auch schon wieder genug Platz. Da sollte ich gucken, dass ich Echsen reinpacke. So. Die haben ja Fleischkompetenz. Dann funktioniert das auch relativ schnell, problemlos. So, was ich jetzt schon machen könnte, wäre eine primitive Werkstatt. Aber vielleicht nicht unbedingt dort. Da passt sie nicht hin.
Mach's doch mal hier hin. So, dafür kriege ich schon mal ein paar Ressourcen. Was soll ich jetzt machen? Eine Räucherei. Bauarbeiterpaket. Bauarbeiter können jetzt 5 Gegenstände auf einmal tragen. Statt 1. Das wäre sehr schön. So, ein paar neue Leute nehme ich mir auch. Und schon haben wir wieder Obdachlosigkeit ohne Ende. Wer hätte es gedacht? Ich hatte wirklich gehofft, dass man hier vielleicht eins draufsetzen kann, wenn man die richtig anordnet. Aber nein, leider nicht. Ist nur Deko. So. Übrigens auch sehr schön, dass die hier oben immer anzeigen, was du davon bekommst. Hier sagt man jetzt Dörrfleisch, Keramik und Räucherware. Haben wir alles drei noch nicht. So, wir haben jetzt eigentlich schon Obdachlosigkeit abgedeckt, aber ich baue noch eins hin. Einfach nur zur Safety. Ich glaube, ich baue hier noch eine zweite kleine Farm hin. Da kommt auch das so. Auch wieder mehr für die Ästhetik als für sonst irgendwas. Aber ich glaube auch nicht, dass wir auch ansatzweise die Menge an Bevölkerung hier erreichen werden, dass wir uns da großartig Gedanken machen müssen. Okay, mal einen Biber rein, dann packe ich hier noch einen Menschen rein. Dann fehlen hier natürlich noch die Äcker. Ihr habt nichts mehr zum Ablagern? Ne, Tatsache. Dann reiße ich das Ding so lange mal ab. Dann kriegen wir nämlich auch die Teile zurück. So, das Ding hier könnt ihr eigentlich wegmachen. Die Lichtung. Dann haben wir wieder Platz hier in die Richtung. Und die hier dürft ihr gerne auch wegreißen. Und hier kriegen wir Leute. Nehme ich gerne. Na, guck mal, da wäre Leben gewesen. Hätte ich Dings wieder hinstellen können. Was kriegen wir hier? Ziegel und Kupfererz. Nehme ich. So, die Räucherei. Oh, ah ja, hier. Und noch mehr Neuankömmlinge. Und schon haben wir wieder Obdachlosigkeit. Oh, das kommt sogar noch hin. So, Weihrauch braucht ihr nicht herzustellen. Aber Keramik gerne und Fleisch. Geräusch, Dörrfleisch. Ne, Räuschfleisch, ne? Ne, Dörrfleisch. War schon richtig. Und Keramik könnt ihr auch gerne herstellen. Übrigens, die diese Sterne hier beschreiben, wie gut das Gebäude darin ist, diese Sachen herzustellen. Wenn je besser das Gebäude darin ist, desto weniger Ressourcen braucht es, um diese Ressource herzustellen. Zum Beispiel Keramik auf Stufe 1 braucht mehr Lehm und mehr Holz zum Herstellen als eine Ziegelei. Eine Ziegelei bräuchte wahrscheinlich, also ich, 3 Lehm und nur 4 Holz oder so. Netze und Kannibalismus? Nee, wir nehmen Netze. Auch das werden später mehr. Auch hier in dem Screen mit den Gebäudeauswahlen hat man, glaube ich, immer 3 zur Auswahl standardmäßig.
bei den Grundsteinen immer 2. Das kann man aber erhöhen in der Meta-Progression im Spiel. So, und hier auch noch mal. Und hier. Und hier kann ich jetzt auch abschließen. Ich will ja nur Einkömmlinge. Das geht langsam echt schnell. Lieber haben wir immer noch am meisten. Und so langsam können wir auch das hier. Beziehungsweise ich packe das eins daneben. Level im Menü. So. Auch da haben wir Fässer bekommen. Unsere Träger sind jetzt besser. Jetzt können wir eine Brauerei bauen. Und die baue ich in die Nähe in den Feldern. Oh, das trifft sich gut, dass ich das hier noch reinbauen kann. Fast so, als wäre es so gedacht gewesen. Es ist fast so, als wären die Tutorial-Dinger nicht random. So, das hier mal bitte priorisieren. Das steht ja mitten in der Stadt. Das darf da gerne weg. Meine Frage, passt du hier rein? Du passt hier perfekt rein. Großartig. Die Lichtung hier dürft ihr übrigens auch öffnen. Das ist ja keine gefährliche. So. Ihr habt hier nichts mehr zum Sammeln. Hier kommen Menschen rein. Haben wir hier Fleisch. Das trifft sich ja äußerst gut. So, Trapperlager. Guck mal hier unten, habt ihr da was zu tun? Und so, noch mehr Neuankömmlinge. Wären echt viele, wa? Jetzt habe ich Menschen am meisten. Wir haben noch keine Obdachlosigkeit, aber das kann sich ganz schnell wieder ändern. Da gehen 3 rein. Wir haben 1, 2, 3, 4, 8, 12. Ja, wir werden bald wieder Obdachlosigkeit haben. Wir sind bei 35 Einwohnern. Wenn ich mich gerade nicht verrechnet habe, haben wir gerade 36 Wohnungen. Ja. Das heißt, einen können wir noch aufnehmen. Dann sind wir wieder voll. Dann soll ich gucken, dass ich den hier wegkriege. So langsam. So. Und dass das hier vielleicht mal aufgebraucht wird. Damit ich hier noch mehr Häuser hinbauen kann. Wer weiß, bis dahin werden es vielleicht schon spezialisierte Häuser. Gesalzenes Dörrfleisch. Ich nehme das gesalzene Dörrfleisch. Das andere sah aus wie ein Verbrauchsitem. Ich wüsste nicht, warum es mir sonst 3 Stück davon geben würde. Wenn es kein Verbrauchsitem wäre. Das Holz für der Lager hat keine Bäume mehr in der Nähe. Na, so weit. Ich setze dich mal hier hin. Kannst du hier den Bereich abholzen? So, was haben wir jetzt? Eine Schenke.
aktiviere Bierfässer in dem Rezept. Machst du das gerade mit Keramik? Nein! Auf die Keramik zu verwenden. Keramik will ich doch fürs Dörrfleisch benutzen. So, Steinmetz. Einmal hier rüber, bitte. Als nächstes Werkzeugkasten und Fässer. Jetzt können wir Geschenke bauen gleich. Ups. Menschen haben wir am meisten. Ja, wie gesagt, Menschen haben wir am meisten. Jetzt haben wir wieder Obdachlosigkeit. Brauche ich den ersten, perfektes Timing. Den ersten spezienbezogenen Bezirk. So, und schon hat sich die Obdachlosigkeit wieder erledigt. Oh, guck mal, das Sea-Fighting. So. Aber es gibt schöne Reihenhäuser. Wir sind bei Jahr 4. Ich würde es gerne abschließen. Obwohl, nee, jetzt sagt uns sowieso gleich, wir sollen den Zyklus beenden. In dem Durchlauf ist es noch egal, ob wir uns viel Zeit lassen oder nicht. Später wird das wichtig. Wir versuchen, möglichst schnell hier durchzukommen. Und auch der hat wieder nichts zum Sammeln. Haben wir irgendeine Lichtung, die wir kurz aufreißen können? Ja, die da. Reiß die mal schnell auf. Vielleicht ist da ja Fleisch drin. Wer weiß. Wir haben recht viele Leute, die untätig sind. 17 Stück, um genau zu sein. Was haben wir da gerade noch für Ressourcen, die wir nicht benutzen? Wir können hier noch eine Farm hinbauen. Wenn ich sie so platziere, kriegt sie auch alles direkt mit rein. Da kann das Trepperlager hin. Perfekt. Sogar direkt zwei Ressourcen. So, wenn ich euch jetzt annehme, habe ich dann wieder Überbevölkerung. Ja. Habe ich. So, noch eine Gemüsefarm. Kann ich hier noch? Ja, hier passen noch zwei Menschenhäuser hin. Hier auch. Wenn da keine Bäume wären. So, und schon hat sich die Überbevölkerung wieder erledigt. Okay, ich brauche eine Schenke. Das ist die Brauerei. Eine Schenke ist ein Servicegebäude. Bedürfnis nach Freizeit erfüllen. So, die Lieferung kann ich charten. Zusätzlich zur eigenen Produktion. Die eigene Produktion müsste eigentlich ausreichen. Und das hier ist jetzt sehr sichtbar ein Menschenviertel gerade geworden. Haben wir hier eigentlich alles? Nee, hier fehlt. Ah, hier können wir auch das machen, was Star Wars tun sollte. Menschliche Charaktere durch interessantere austauschen. Viel zu viele Menschen in Star Wars. Abschlussfähige Aufträge. Habe ich noch einen. Was kommt als nächstes? Habe ich auch schon.
Ich habe das Gefühl, da käme jetzt gerade noch was. Huch, da so viel ab. Ja, so viele Aufstiege. Ah, ein paar neue Grundsteine freigeschaltet. Regenkollektor. Kräutersammler, Mine. Haben wir hier Unterkunft. Kleines Trapperlager. Kleines Kräutersammlerlager. Ja, das sind alles relativ rudimentäre Sachen. Und damit sind wir auf der Weltkarte. Die Welt ist riesig und verändert sich laufend. Ihr Herz ist die schwelende Stadt. Aha. Kaufe in der stehenden Stadt mit den bisher gesammelten Ressourcen das Upgrade Stufe 1 für das Obsidian-Archiv. Blup. Und das ist quasi die Meta-Progression vom Spiel. Was, wenn ich was anderes kaufe? Und dann haut der mich. Du hältst dauerhaft minus 2 auf die Geschwindigkeit, mit der die Ungeduld der Königin wächst. Das ist gut. Und, das ist ein fundamentales Upgrade, sieht man im Liedertext, ein Ort, an dem die Aufzeichnungen über große Statthalter aufbewahrt werden. Schalte Taten frei. Und das sind unsere Taten. Das sind quasi Sachen, die wir abschließen können. Davon werden wir am Anfang sehr viele abschließen, später wird es ein bisschen langsamer. Aber die sagen uns so Sachen wie schließen Settlement in dem und dem Biom ab oder schließen Settlement in weniger als 8 Jahren ab und so ein Kram halt. Und dadurch kriegen wir halt dann XP, mit dem wir dann im Level aufsteigen, wodurch wir neue Grundsteine und Gebäude freischalten. Und mit den Upgrades hier, das ist halt die Meta-Progression vom Spiel. Denn, das kommt wahrscheinlich jetzt. Die Welt wird von einem ewigen Zyklus des Peststurms beherrscht. Ja, kommt das. Der Sturm steht vor der Tür. Es dürfen daher im Augenblick keine Karawanen aufbrechen. Drücke die Schaltfläche in der rechten unteren Bildschirmecke, um den Zyklus abzuschließen. Denn, jetzt wird... Erstmal kriegen wir eine Zykluszusammenfassung. Und jetzt wird alles resettet. Außer den Sachen, die wir in der fehlenden Stadt machen. Die bleiben erhalten. Der Rest ist jetzt weg. So, alle Statthalter. Als Statthalter hast du das Ziel, mit der Karawane die uralten Siegel zu erreichen und sie wiederherzustellen, um den Peststurm zurückzudrängen. Du bist nun fast so weit, dass du dich alleine hinausbewegen kannst. Wähle ein beliebiges Kartenfeld in Verladungsreichweite. Ja. Wir haben jetzt hier zwei verschiedene Sachen. Was ist das hier? Königliche Außenposten. Ein nahegelegener königlicher Außenposten erleichtert dir die Kommunikation mit der Krone. Die Auswahl an Aufträgen vergrößert sich um 1. Und die königliche Garde wacht über diesen Regionen. Feindseligkeit wird durch die neu entdeckte Lichtungen nicht erhöht. Das ist beides sehr nützlich. Und hier sind auch noch Modifikatoren, die ich noch nicht gefunden habe. Und hier haben wir auch die verschiedenen Biome. Hier sind die Sümpfe, Scharlachrote, Obstgarten, Königswälder. Oh, hier habe ich mehrere Modifikatoren. Hier habe ich 2 positive Modifikatoren. Wähle zunächst eine Karawane, die das Fundament für die Bewegung deiner Stadt bildet. Wähle danach den Schwierigkeitsgrad. Je höher das Risiko, desto größer die Belohnung. Sei aber gewarnt. Unerfahrene Statthalter werden auf den höheren Schwierigkeitsgraden nicht lange bestehen. Zuletzt nutzt du alle deine Verladungspunkte, um zusätzliche Waren mitzunehmen. Nun bist du endlich bereit, in die Welt zu ziehen. Denk daran, es gibt immer einen Ausweg. Experimentiere und passe dich an.
Möge der Sturm sanft zu dir sein, Statthalter. So. Ab jetzt können wir alleine in die weite Welt ziehen. Und das machen wir in der nächsten Folge. Wir sind nämlich schon wieder bei der halben Stunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Gerne liken, gerne kommentieren. Vor allem das Kommentieren mag der Algorithmus sehr gerne. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye.